Hallo, heute erkläre ich dir, wie man den Oberflächeninhalt eines Prismas berechnet. Es gibt viele Situationen in deinem Leben, in denen es vom Vorteil ist, den Oberflächeninhalt eines Prismas berechnen zu können. Stell dir zum Beispiel vor, ein Freund von dir hat Geburtstag und du möchtest ihm ein Geschenk machen. Natürlich möchtest du das auch schön verpacken. Da du aber kein Papier verschwenden möchtest, willst du genau berechnen, wie viel Papier du zum Einpacken benötigst. Um dir zu zeigen, wie du den Flächeninhalt der Oberfläche eines Prismas berechnest, werde ich dir zunächst erklären, welche Flächen eines Prismas als Mantelfläche und welche als Oberfläche bezeichnet werden. Dazu schauen wir uns einige Prismen etwas genauer an. Im Anschluss werden wir an einem Prisma die Formel zur Berechnung des Flächeninhalts der Mantelfläche und der Oberfläche herleiten. Mithilfe dieser Formeln können wir dann gemeinsam den Geschenkpapierverbrauch von unserem Anfangsbeispiel berechnen. Und zum Schluss fassen wir das Gelernte. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com